Sonntagabend, 60 gegen Halle für 60. Die große Chance, richtig hinten raus zu klettern. Bei den 60ern im Tor nicht die Nummer 1, nicht Hiller. Der war verhindert, leicht angeschlagen. Für ihn wieder Richter zwischen den Pfosten. Janikis musste also auf der Torwartposition umstellen. Die Löwen in den weißen Hosen mit dem besseren Start, mit der ersten Chance in der 12. Minute. Gutau mit dieser Annäherung im ausverkauften Haus. Die 60er sehr diszipliniert unterwegs in der Anfangsphase, seit 6 Spielen ungeschlagen. Dann dieser Freistoß, dieser wunderbare Freistoß, dieses tolle Tor von Gutau. Sein 6. Tor in dieser Saison. Wunderbarer Linksschuss, schwer zu halten für Schulze, der aber auch erst spät abhebt hinten im Kasten bei Halle. Halle bleibt trotzdem über dem Strich, weil Mannheim verloren hat, aber nichtsdestotrotz, die brauchen doch Punkte. Chance für den Captain, für Niedfeld, die erste wirkliche Gelegenheit für den hallischen FC, der ein gutes Auswärtsspiel machte und der dann eine Riesenchance hier hatte, Riesenmöglichkeit, Aluminium, Eitschberger, das junge, große Talent, von dem alle sagen, der wird eine große, große Karriere machen. Und Richter hält glänzend im Kasten. Der Münchner Löwen hält das 1:0 fest für die Gastgeber. Noch in der ersten Halbzeit wieder mal so ein Abwehrfehler, wie so oft bei Halle. Und die Chance für Lackenmacher. Der Mann der Stunde hat ja zuletzt immer wieder getroffen im Dress der Münchner. Zweite Halbzeit dann. Natürlich musste Halle jetzt was tun. Und sie probierten es. Die 52. Minute, Baumgart mit der Möglichkeit. Der hat oft zweite Liga gespielt, in Aue einst. Hier hat er die Chance zum Ausgleich. Aber auch die Münchner noch beteiligt mit Lakenbacher und mit Schröter. Der ist dann nicht geregelt, bekommt. Versucht da irgendwie an den Ball zu kommen. Das wäre natürlich eine wunderbare Gelegenheit gewesen. Wir springen in die Schlussphase dieser Partie. Nochmal Halle. Die probierten es hinten raus immer und immer wieder. Baumann, der beste Torschütze, 13 Tore schon. Aber das war am Ende zu harmlos. Es blieb beim 1:0 für den griechischen Supertrainer, für Janikis und seine Löwen. Jetzt gerne lieber 2:0 vor der Halbzeit machen, hätten wir am besten einen ruhigen Abend gehabt oder die 3, 4, 5 Konter, die wir haben, in der zweiten Halbzeit auszuspielen. So hat Halle schon ihre fußballerische Qualität nach vorne gezeigt, haben 2, 3 Momente gehabt, die überstehen mussten. Ja, aber ich glaube, wir haben uns den Sieg erarbeitet heute. Ich glaube, dass auch in diesem Spiel sehr viel Positives zu sehen war. Wir haben jetzt wirklich uns nicht aufgegeben, wir sind bis zum Schluss zusammengeblieben. Und haben auf das gegnerische Tor gespielt, aber in der zweiten Halbzeit wahnsinnig viel aufs Tor gebracht, Richtung gegnerisches 16er, aber das Quäntchen Glück fehlt uns aktuell und der Gegner, ja, irgendwie läuft sehr viel gegen uns. Nächste Woche können Sie es wieder zurechtbiegen, Heimspiel gegen Lübeck, da muss was gehen für Halle und die Münchner Löwen jetzt seit sagenhaften 7 Spielen ungeschlagen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.